Ich hoffe, sind alle noch wach. ja, hallo. Ich habe gedacht, ich steige noch mal kurz ein, weil das heute auch eine Rolle spielte. Nee, der geht irgendwo nicht. Über was sprechen wir? Das war heute schon auch Thema. Und ich habe gedacht, okay, dann sagen wir auch noch mal unsere Meinung dazu. Digitalisierung ist für uns dadurch geprägt, dass die Leute heute vor allen Dingen mit digitalen Arbeitsmitteln tätig sind. Also man könnte fast ganz grob sagen, so wie es in der Industrie, bei der industriellen Arbeit war, dass die Leute mit Maschinen arbeiten, haben sie heute vor allen Dingen mit digitalen Arbeitsmitteln zu tun. Und der entscheidende Teil so eines digitalen Arbeitsmittels ist die Software. Also ich würde behaupten, dass die Entwicklung sehr stark durch Software getrieben ist. Und man kann sozusagen auch in diesem ganzen Digitalisierungsprozess, der tatsächlich nicht neu ist, verschiedene Phasen aufmachen. Die könnt ihr auch überall nachlesen. In den 70ern halt die ganze Automation mit dem Mikroprozessor, CNC-Maschinen. In den 80ern hatten wir die Personal Computer, und da sind auch bestimmte Softwarekonzepte nötig gewesen, um das durchzusetzen. In den 90ern hatten wir das Internet, und jetzt haben wir nochmal eine neue und beschleunigte Entwicklung. Also ich habe jetzt mal so ein Zitat genommen von zwei Informatikern, die ihr alle kennt vom Chaos Computer Club, weil ich das da teilweise sehr gut zusammengefasst finde, was das Neue jetzt ausmacht, nämlich nochmal neuere, ausgefeilte Algorithmen. Und wir haben natürlich auch eine Zunahme von Geräten, die intelligente Technik, also Software, integrieren. Wir haben viel mehr Sensoren überall, nicht nur in der Produktion, sondern überall in der Stadt. Smart City ist zum Beispiel so ein Begriff. Und da fallen Daten an, deswegen haben wir Big Data. Und wenn die Algorithmen gut sind, kann man vielleicht daraus Smart Data machen und Vorhersagen machen. Also es sind sozusagen Entwicklungen, die wirklich nochmal einen neuen Schub der Digitalisierung mit sich bringen, und damit müssen wir uns auseinandersetzen, weil das eine große Auswirkung auf unsere Arbeitsbedingungen hat, und deswegen müssen wir die gestalten. Also wir kommen da gar nicht drum rum. Und woran sich das unter anderem zeigt, ja, die ist nicht so toll, ne? ist, dass wir nochmal die Leute gefragt haben, ihr kennt auch schon Bitkom-Analysen, aber wir haben halt dieses Instrument des DGB-Index Gute Arbeit, wo wir die Beschäftigten fragen, wie sie eigentlich ihre Arbeitsbedingungen bewerten. Und da haben wir jetzt 2016 den Schwerpunkt Digitalisierung gehabt und haben eben auch mal gefragt, wie viele Beschäftigte sind denn jetzt in der Arbeit schon von Digitalisierung betroffen. Und das sind insgesamt 83% im Dienstleistungssektor. Also wir haben das jetzt sozusagen nochmal für den Dienstleistungssektor ausgewertet, aber die Daten findet ihr auch für die Gesamtwirtschaft in diesen DGB-Publikationen, und 63% sagen sogar im hohen oder sehr hohen Maße. Okay. Genau, jetzt habe ich nochmal diese schöne Chancen-Risiken. diese schöne Chancen-Risiken-Folie, aber wie ihr seht, haben wir die Wörter irgendwie nicht so ganz zugeordnet, nicht ganz so zu Chancen und auch nicht so ganz zu Risiko. Ich würde mir jetzt mal einen rausgreifen, also einen Begriff, den ich am wichtigsten finde, das ist der Begriff der Autonomie. Also ist es so, dass wir tatsächlich mehr Autonomie in der Arbeit haben? Also die Folie habe ich nicht mitgebracht, aber insgesamt ist es so, dass tatsächlich 25% der Beschäftigten sagen, sie hätten mehr Entscheidungsspielräume in der Arbeit. Das ist jetzt aber auch nicht unbedingt viel. Und wenn man dann mal in die Branchen reinguckt, dann sieht man, das ist nach Branche sehr unterschiedlich. Also ich glaube, bei den Versicherungen war es sogar so, dass die Leute gesagt haben, sie haben mit der Digitalisierung weniger Entscheidungsspielräume. Und wir wissen natürlich, ihr kennt alle indirekte Steuerung, diese ganzen Konzepte, dass Autonomie, je nachdem, in welchem Rahmen sie stattfindet, eher zu einer Verschlechterung von Arbeitsbedingungen führen kann, nämlich zu Arbeitshetze. Also je nachdem, wie die Arbeit gestaltet ist, welche Rahmenbedingungen, welche Ressourcen die Beschäftigten haben, kann eben Autonomie auch durchaus umschlagen in etwas Negatives und ist dann keine Chance mehr, sondern vielleicht eher ein Risiko. Okay. Jetzt nochmal zu diesen Beschäftigungsentwicklungssachen. Ich habe ja heute irgendwie gelernt, dass ihr alle sehr skeptisch seid, was Prognosen betrifft. Irgendwie haben das Prognosen ja auch an sich, aber ich finde, man kann trotzdem was dran ablesen. Nämlich die meisten Prognosen zeigen doch relativ eindeutig, dass eben eher schlecht qualifizierte Tätigkeiten, inzwischen aber tatsächlich auch ein bisschen so mittlere Qualifikationen und auch höher qualifizierte davon betroffen sind, dass es immer noch eher den industriellen Bereich betrifft. Und die These sozusagen, die bei Osborne und Frey zugrunde liegt, dass eher Tätigkeiten, die soziale und kreative Kompetenzen benötigen, schwerer substituierbar sind. Die finde ich auch nicht verkehrt. Und sozusagen die Sachen, die heute angeführt wurden, was da entgegensteht, das sind
Thesen, die Osborne und Frey und Bowles, auch die, der es auf Europa angewandt hat, ja selber in den Studien thematisiert. Also dass sozusagen es nicht gleichzeitig passiert, dass je nachdem, wo investiert wird, also dass wenn da die Löhne billiger sind, dass man dann vielleicht wartet mit Investitionen in Technik. Also sozusagen kommen Kritiken hier zur Sprache, die Frey und Osborne und andere selber in ihren Studien schon enthalten haben. Und ich meine, ich finde es halt trotzdem wichtig, diese Prognosen zu haben. Also ich komme später noch auf die Forderungen, die wir gegenüber der Politik anbringen, weil wir möchten eigentlich gerne, dass es regelmäßig von der Regierung so eine Art Fachkräftemonitoring gibt. Also wo wird eher Beschäftigung aufgebaut oder wo wird sie abgebaut? Weil ich denke, dass sich daraus dann auch Politiken ableiten lassen, in welche Tätigkeiten wir dann zukünftig stärker investieren müssen und wo wir qualifizieren müssen. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir auch sozusagen diese Studien. Und dann können wir sie zwar wissenschaftlich kritisieren, aber ich denke, es ist nicht verkehrt, sozusagen sowas zu untersuchen. Und wir als Verdi, wir führen auch regelmäßig so ein Innovationsbarometer durch, also dass wir unsere Betriebsräte und Personalräte, die in Verdi organisiert sind, fragen nach, wie sind denn sozusagen die Bedingungen bei euch für Innovation, und hatten da auch 2015 den Schwerpunkt Digitalisierung und haben sie eben auch mal nach den Folgen gefragt, die ja eben nicht so ganz eindeutig sind. Und ich habe jetzt das nicht vollständig mitgebracht, das kann man alles nachlesen, aber mir ging es eben auch nochmal um die erste Qualifikationsanforderung, also dass 82%, ja eine große Mehrheit der Betriebsräte sagen, da werden sich Qualifikationsanforderungen ändern. Und es dient auch ein bisschen dazu, dass ich euch nochmal so ein bisschen die Problematiken und dann die Herausforderungen klar mache und daraus dann die Forderungen, die mit der Digitalisierung einhergehen. Also für uns ist eben Beschäftigung ein Problem, dem man sich stellen muss. Qualifikationsanforderungen, die neu sind, sind ein Problem, dem man sich stellen muss. Arbeitshetze ist das Hauptproblem, also das, was die Beschäftigten sagen. Wir haben das schon 2012, 2013 im IT-Bereich gesehen. Da war dieser Wert für Arbeitsintensität der schlechteste von allen. Und da war er noch niedriger als in der Gesamtwirtschaft. Inzwischen haben wir Werte für die Gesamtwirtschaft, die das genauso sagen. Also 41 Punkte sind beim DGB-Index was Schlechtes. Also 100 wäre super gut, gibt es eigentlich nicht. Und alles, was unter 50 liegt, ist eigentlich unzumutbar. Und Arbeitshetze ist das, was sozusagen mit der Digitalisierung zunimmt. Ihr seht, dass wir es auch mal unterschieden haben zwischen denen, die digital arbeiten und die nicht digital arbeiten. Und da seht ihr auch, bei denen, die digital arbeiten, ist der Wert höher als bei den anderen. Und wir stellen fest, dass gleichzeitig die körperlichen Anforderungen aber zurückgehen. Also das ist sozusagen ein Trend, den man bei der Digitalisierung erkennbar machen kann und wonach sich natürlich auch der Arbeitsschutz zu richten hat. Dass er sich sozusagen dieser Herausforderung psychischer Erkrankung, psychischer Belastung widmen muss. Okay, und das hat auch vor allem mit der Arbeitsmenge zu tun, haben wir gemerkt. Später kommt noch sozusagen der Hinweis darauf, dass genau der Einfluss auch auf die Arbeitsmenge ein Lösungsansatz sein kann. Also dass, wenn die Beschäftigten mehr Einfluss auf die Arbeitsmenge haben, dass dann auch die Arbeitshetze geringer wird. Und das ist sozusagen, könnte eben auch ein Thema für die Mitbestimmung sein. Das habe ich nur mitgebracht, weil ich zeigen wollte, dass das gesellschaftliche Konsequenzen hat, dass es Kosten mit sich bringt. Also wir haben im Jahrbuch schon 2013 mal auch so ein Gutachten abgedruckt, wie viel uns das als Gesellschaft kostet. Also jeder Zweite, der in Frühverrentung geht, hat eine psychische Erkrankung. Und wenn man nach psychischen Belastungen und Erkrankungen mal nachfragt, dann kommt man auf Milliardenbeträge, was uns das als Gesellschaft kostet. Also nicht nur sozusagen, dass wir dann die Rente aufbringen, sondern Arbeitsausfall, Therapien, Burnout-Erkrankungen. Die Leute sind meist länger weg als bei anderen Erkrankungen. Also sozusagen, das geht uns auch als Gesellschaft an. Und wir haben natürlich dann auch geguckt, was sind die Ursachen für Arbeitshetze. Das sind natürlich Personal, zu geringes Personal, aber auch gleichzeitig zu bearbeitende Vorgänge, Projekte, aber auch ein sozusagen zu knappes Terminmanagement, also Zeitdruck, der von oben kommt. Und wir haben sozusagen als Verdi gedacht, okay, wir müssen sozusagen alle drei Ebenen zusammen betrachten. Also wir müssen politisch wirksam werden, wir müssen das auf tariflicher Basis tun und wir müssen es auf betrieblicher Ebene tun. Also der IGBCE-Kollege hat ja vorhin gesagt,
die Betriebsräte, das können wir denen nicht überlassen und die sind überlastet und das stimmt zu einem Teil. Auf der anderen Seite können wir gar nicht ohne die Mitbestimmung agieren. Sie sind am nächsten an den Beschäftigten dran, zum einen, und dann können wir auf politischer Ebene darauf hinwirken, dass bestimmte Dinge passieren, sodass sie wieder mehr Ressourcen bekommen. Also wir können uns dafür einsetzen, auch auf politischer Ebene, dass die Mitbestimmung modernisiert wird. Also ich nenne mal ein ganz konkretes Beispiel. Ihr kennt ja irgendwie diesen ganzen Dialogprozess des BMAS, es gibt auch einen des BMWI zum Plattform und eine Sache, die in dem Prozess tatsächlich umgesetzt wurde, wir haben als Verdi gefordert, wir möchten zum Beispiel bei Einführung von Technik eine leichtere Hinzuziehung von Sachverständigen, weil die Betriebsräte meist damit auch technisch, fachlich überfordert sind. Und es hat auch geklappt, also sagen wir mal zumindest so, dass es im Weißbuch jetzt das BMAS Arbeiten 4.0 als Vorschlag aufgenommen wurde. Wir finden es als Verdi ein wichtiger Schritt. Das Einzige, was wir bisher noch bemängeln, ist, dass es nur für Firmen ab 300 Leute sein soll. Also wir finden halt, es muss auch für kleinere Firmen etwas bringen. Und wir haben sozusagen schon angefangen, vor diesem Dialogprozess uns für Leitlinien gute digitale Arbeit stark zu machen, also schon in der Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft und haben dann im Anschluss sozusagen diese Leitlinien auch als Antrag in den DGB-Bundeskongress eingebracht, sozusagen in unseren eigenen Bundeskongress eingebracht und sind jetzt aktiv in den verschiedenen Gremien, also auch sozusagen zu der Plattform Digitale Arbeit und haben dort bestimmte Dinge versucht, aus Gewerkschaftssicht durchzusetzen. Zum Weißbuch habe ich schon was gesagt. Ich habe sozusagen nicht alles aufgelistet, aber was man feststellen kann, ist, dass gerade der Arbeitsschutz, also wenn wir denken, dass Arbeitshetze eines der Hauptprobleme ist, sehr stiefmütterlich behandelt wird in dem Dialogprozess. Also man findet da nur so relativ allgemein, dass man irgendwie auch zur wissenschaftlichen Grundlage eines modernen Arbeitsschutzes beitragen will, aber man findet nichts in Richtung eines verbindlicheren Arbeitsschutzes. Also der Felix hat ja schon die Anti-Stress-Verordnung genannt, es gibt ja auch eine DGB-Position, dass wir eben so eine sozusagen Psycho-Verordnung haben wollen, aber wir wollen noch viel mehr. Also wir wollen eben, dass auch das Aufsichtspersonal aufgestockt wird, also diejenigen, die im Betrieb überhaupt bemerken, dass da irgendwie was schiefläuft, und wir wollen Sanktionsmöglichkeiten, weil die Gefährdungsbeurteilung ist schon gesetzlich festgeschrieben, sie wird aber nicht durchgeführt. Und deswegen müssen dann Sanktionen folgen, weil sonst passiert halt nichts. Also ich will die jetzt nicht alle durchgehen, aber kann man ja auch nachlesen, was wir zu den einzelnen Vorschlägen selbst nochmal an Positionen eingebracht haben. Also das war die politische Ebene und was wir sozusagen noch machen, wir hatten vorhin schon mal thematisiert, dass mit dieser Industrie 4.0 Strategie ja durchaus Förderungsmöglichkeiten verbunden sind. Und man muss sich sozusagen auch als Sozialwissenschaftler, muss man gar nicht Industrie 4.0 reinschreiben, also zumindest was die Arbeitsforschung betrifft, da steht durchaus auch Digitalisierung drin. Und es gibt halt verschiedene Projekte, die wir selbst auch als Bereich, als Verbundpartner, wo wir beteiligt sind und wo wir eben genau diese Fragen, die uns jetzt umtreiben, mit beantworten wollen. Das erste zum Beispiel, Printimo, Gestaltung von mobiler Arbeit, zielt genau auf das, was vorhin ein Kollege thematisiert hat, genau aus Österreich, dass die Leute eben auch teilweise überhaupt nicht mehr anzutreffen sind, dass sie unterwegs sind und dass sich dann natürlich bestimmte Arbeitsschutzstandards gar nicht mehr durchsetzen lassen, weil sie im Auto arbeiten, in der Bahn oder sonst irgendwie was. Dafür versuchen wir Antworten zu finden zu dem Thema Crowdwork. Transwork ist sozusagen ein Projekt, dass alle Projekte, die unter der Bekanntmachung Arbeit in der digitalisierten Welt laufen, auch begleitet und deren Ergebnisse fruchtbar macht für Gewerkschaftsarbeit. Und eine wichtige Sache, finde ich noch, ist das Projekt zu agiler Arbeit, an dem auch Sabine ist die Projektleitung. Das liegt mir besonders am Herzen, weil ein Kollege hat vorhin auch richtig gesagt, wir müssen uns um die Managementmethoden kümmern. Und agile Arbeit ist ja im Prinzip jetzt auch erstmal ein Konzept, was von Entwicklern selbst aufgestellt wurde, also zumindest das agile Manifest, und was natürlich einerseits eine Gefahr birgt, wenn es gerade mit verschiedenen Managementkonzepten wie Lean und Kanban verknüpft wird, aber ansonsten durchaus auch Schutzpotenziale enthält. Also sozusagen dazu beitragen kann, dass auch Leute in der Arbeit entlastet werden. Genau, also das war sozusagen nochmal die Projektebene und das Letzte, was ich nochmal mitbringen wollte, betriebliche Ebene hatte ich jetzt erstmal rausgelassen für heute, war halt die tarifliche, dass man natürlich auch jetzt als Gewerkschaft, wir nennen das qualitative Tarifpolitik, durchführen kann. Das bedeutet, dass bei dem Gute-Arbeit-Ansatz ist ja im Prinzip
das, sage ich mal, höchste Prinzip, dass die Beschäftigten selbst an der gewerkschaftlichen Arbeit beteiligt werden, beziehungsweise selbst sagen, wo der Schuh drückt und die Gestaltung der Arbeitsbedingungen in die Hand nehmen. Und das bedeutet natürlich auch, dass je nachdem, wo die Probleme liegen, man Tarifverträge verabschieden kann, vereinbaren kann, die jetzt eben nicht nur auf Lohn zielen, sondern durchaus auf andere Problematiken. Und ich habe jetzt einfach nur mal so ein paar Beispiele mitgebracht. Also bei IBM gibt es beispielsweise jetzt einen Tarifvertrag zum Gesundheitsmanagement, aber auch zur Qualifizierung. In der Telekom gibt es einen Tarifvertrag zu Belastungsschutz, aber auch zu mobiler Arbeit. Also da hat es in den 90ern schon was zu Telearbeit gegeben. Jetzt gibt es halt was zu mobiler Arbeit als Anhang, um sozusagen auch zu regeln, dass wenn Leute tatsächlich unterwegs sind, was da als Arbeitszeit zählt, dass sie mehr Souveränität über Zeit und Ort haben, ihre Arbeit. Oder auch relativ bekannt ist der Tarifvertrag der Charité, wo es eben auch um Mindestbesetzungsregeln im Krankenhaus gibt für bestimmte Beschäftigtengruppen, um Überlastung entgegenzuwirken. Ein neuer Versuch ist jetzt gerade vom Fachbereich Finanzdienstleistungen, also Versicherungen wie auch Banken, dass man einen Zukunftstarifvertrag Digitalisierung machen möchte. Da geht es halt vor allen Dingen darum, etwas in der Hand zu haben, wenn man weiß, dass Weiterbeschäftigung abgebaut wird. Also da ist es eben auch keine Prognose mehr, sondern wie auch in anderen Bereichen von uns wird schon Beschäftigung, Personal abgebaut und man will sozusagen bestimmte Schutzregelungen treffen, um das abzufedern. Also da gibt es verschiedene Elemente, nämlich einerseits Beschäftigungsschutz bis 2020, also das kann man auch alles nachlesen, Altersteilzeit, Arbeitszeitverkürzung, Qualifikation soll finanziert werden und all solche Dinge, um das zu regeln. Das muss natürlich dann auch wieder mithilfe der Betriebsräte auf die betriebliche Situation angepasst werden. Und andersherum brauchen wir natürlich auch wieder von den Betriebsräten die Rückmeldung, sind diese Tarifverträge praktikabel und wie muss man sie sonst noch ausgestalten oder verbessern. Ansonsten, um vielleicht noch kurz was zu der betrieblichen Ebene zu sagen, für uns ist im Prinzip auch wichtig, nicht nur dieser Paragraph 87.1, also sozusagen zu schauen, wenn Technik eingeführt wird, Leistungs- und Verhaltenskontrolle auszuschließen, sondern auch eben dieses Initiativrecht zur Gefährdungsbeurteilung, das umzusetzen. Dafür haben wir dann auch eine Online-Handlungshilfe mal aufgestellt, weil es eben wirklich auch dort schwierig ist, diese Prozesse im Betrieb umzusetzen. Man braucht einen langen Atem. Aber eben auch 92a, also sozusagen die Möglichkeit für Betriebsräte, Innovationen vorzuschlagen, um Beschäftigung im Betrieb zu sichern. Und da haben wir eben auch verschiedene Projekte durchgeführt und Hilfen bereitgestellt, die Betriebsräte nutzen können. Und also ich bin sozusagen froh, dass das Thema Digitalisierung jetzt auch mal systematisch diskutiert wird. Ich hoffe, dass es keine Mode ist, sondern dass man eben tatsächlich zur Kenntnis nimmt, dass da eine reelle Entwicklung passiert und dass wir vor ziemlich gewaltigen Herausforderungen stehen und dass wir auch die letzte Automationswelle in keinster Weise gelöst haben. Wir haben jetzt einen Dienstleistungsbereich, also es hat eine große strukturelle Veränderung gegeben von 70% Leute, die im Dienstleistungsbereich arbeiten. 70% der Wertschöpfung findet im Dienstleistungsbereich statt, aber da gibt es halt sozusagen noch keine Dienstleistungspolitik oder irgendetwas. Marcel Fratscher hat mal gesagt vom DIW, es wäre ja vielleicht doch ganz gut, wenn wir mal in Zukunftsbranchen wie IT und Gesundheit investieren würden. Das passiert irgendwie noch nicht so richtig, von daher muss man tatsächlich gucken, welche Förderprogramme auch der Regierung sind eigentlich sinnvoll und welchen Problemen müssen wir uns in Zukunft widmen. Danke.